Da! Eben habe ich wieder meinen 100. Gegner erschlagen, was natürlich wieder um einen Moralbonus von einer Einheit bedeutet. Und ich habe außerdem eine weitere Festung des Feindes versiegelt. Das bedeutet, aus diesem Ecken kommen jetzt keine Gegner mehr. Und Lubu ist, glaube ich, immer noch hinter mir, was mir sehr viel Angst macht. Oh, was zum Naschen. Reisbällchen, glaube ich. Ich würde ja sagen Onigiri, okay. Aber wir sind in China, nicht in Japan. Tja, so, dann kann man jetzt hier vorne noch gerade die Guard Captains töten, denn Lubu hat mich in Ruhe gelassen, was mich sehr freut. Nein, da ist er schon wieder. Gibt's ja nicht, wieso immer gegen mich. Aber in Ordnung. Dann laufe ich mal einfach wieder durch und durch weg. Was mich im Moment stört, ist die Tatsache, dass hier unheimlich viele unserer Verbündeten stehen, die aber sich wunderschön aus dem Kampf raushalten. Ja, Moshon, du könntest ja auch einfach mal versuchen, vorn zu stimmen, während ich Lubu hinten halte. Das wäre ein Vorteil für uns, so tötet er unsere Truppen nicht. Und ich muss so weglaufen. Ich versuche erst einmal, diese beiden Captains hier zu erledigen. Was dann darin resultiert, dass wir mehr Truppen nach vorne bekommen. Weil sie nicht von feindlichen Truppen hinten aufgehalten. Das verstehe ich, aber ich glaube, irgendwann holt mich Lubu ein. Besser gesagt, jetzt ist er hinter dir her. Was natürlich ungesund ist. Weil du viel langsamer bist. Ich hau deine Spezialattacke rein, hau ihn weg. In etwas. Komm, wir gehen einfach zu zweit auf ihn. Vielleicht schaffen wir es. Wenn ich ihn sehen würde, wäre das ein enormer Vorteil. Wir machen ihm sogar Schaden. Sogar nicht gerade wenig, also. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir hier mit drei Offizieren gegen einen vorgehen. Autsch! Jetzt würde ich sagen, laufen wir besser. Oder hauen zuerst noch unsere Spezialattacke rein. Nein, ich gehe. Ich bin nämlich bei dem geringsten Kratzer hinüber. Stimmt, ich auch langsam, also ich werde jetzt auch erstmal noch laufen. Aber wir haben Lubu über die Hälfte abgezogen, was nicht gerade wenig ist. Für so einen... Also, zu einem Gegner, sage ich mal. Nö, ich brauche jetzt erstmal eine riesengroße Kiste. Willkommen in dem Fall. Wie ich sehe, bringt es doch was, die Guard Captains erledigt zu haben, denn jetzt rücken unsere Truppen enorm stark vor. Ja. Sie sind jetzt schon hinter dem Tor, was wir noch nie geschafft haben, sonst standen wir mal alleine hinter dem Tor. So, ich bin wieder voll, das heißt, wir können wieder gleich auf Lubu gehen. Währenddessen ich immer noch einen Herzpack suche und geradewegs in Gate-Captain reinrenne, wenn ich die Mini-Karte richtig interpretiere. Das könnte sogar sein, aber wahrscheinlich sind bei dem Guard, warte ich. Versuchen zu der zu kommen, auch dahin läuft der Lubu Nomo. Sehr schlecht für uns, also kann ich ihm doch nicht so schnell helfen kommen. Ich suche hier nach Kisten, die gar nicht da sind, habe ich das Gefühl. Irgendwo müssen noch Kisten stehen, bin ich 100% sicher, weil ich habe nicht alle geöffnet. Sogar am Anfang gar keine. Du hast so, wenn das hier im Ecken einfach keine Sinn. Da ist doch ein. Ich muss nur hoffen, dass da auch was drin ist. Na. Da war zwar was drin, aber so gar nichts, was mich geheilt hat. Oh nein, besser weg.
das größte Arschloch, das je in einem Spiel designt wurde, ganz ehrlich. Ist einfach mal doppelt so schnell wie wir und zieht fünffach so viel Schaden. Mindestens. Und läuft mir gerade hinterher. Ich habe schon wieder rote Energie. Gibt's ja nicht. Lauf, Mann. Lauf. Ah, da sind zwei Reisbällchen. Nein! Okay. Ich will nicht sagen, wir geben es auf. Wir werden es noch einmal probieren. Aber das ist sehr unfair, finde ich. Wir müssen da wirklich zu zweit auf den Typ drauf gehen. Mindestens. Damit wir ihn annähernd tot kriegen. Es hätte sogar fast funktioniert, hätte er uns dann nicht doch noch einmal getroffen. Also probieren wir es nochmal. Wir nehmen das Duell diesmal nicht an. Und werden einfach so gegen ihn kämpfen. Wem das zu langweilig ist, der kann schon mal zu Part 26 vorspringen. Da haben wir es dann geschafft. Vielleicht. Ach ja, falscher Charakter. Und ich muss überhaupt erst noch einsteigen. Stimmt. Dann spring rein. Da bin ich. Schade, dass dieses Level Pflicht ist. Wir haben extra das Level vorne dran gemacht, weil das einfacher war. Aber jetzt müssen wir uns wohl doch noch mit hier diesem rumschlagen. Gut, Equipment ist noch alles passend. Jetzt weiß ich auch, warum wir zwei Tiger-Amulette bekommen haben. Das ist nämlich jetzt Tiger-Amulett Level 2. Ach so. Gibt also noch mehr Angriff. Das könnte nützlich sein. Damit wäre das erledigt. Das Schlimme ist, so schwer sieht das Level gar nicht aus. Durch das Tor und den kleinen Boss hinten dran töten und fertig, wäre da nicht Lubu. Der Eventgegner, den man rein theoretisch in den Optionen ausstellen könnte, was wir auch machen werden, wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen. Aber dann dachte ich, wir spielen schon auf einfach, dann ist das sehr feige. Aber vielleicht die bessere Lösung. Ich frage mich gerade wirklich, wie weit hinten ich starte. Da sind schon wieder Bogenschützen. Bisschen außen rumlaufen. Damit wäre eine feindliche Festung schon versiegelt. Die erste. Da kommt auch schon der nächste Mini-Boss. Das sage ich jetzt mal. Surong. Die Namen sind meistens relativ lustig. Das ist chinesisch. Natürlich. Was machst du? Hans Martin? So was habe ich eigentlich gedacht. Natürlich. Naja, wenigstens weiß ich, wo China liegt. Es gibt immerhin noch Leute, die denken, das liegt südlich unter Deutschland irgendwo. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, auf den ich jetzt nicht näher eingehen werde. Wenn du das nächste Mal siehst, gibst du ihm von mir eine Ohrfeige, ja? Zwei. Mindestens.